So, ihr Lieben, dann geht's jetzt auch los. Guten Abend an alle Zuschauer aus dem deutschsprachigen und gerne aus dem internationalen Raum, sprich englischsprachig. Good evening at all. Let's hunt together. So, ich werde natürlich jetzt erst einmal hier eine vernünftige Uhrzeit einstellen. Das ist jetzt quasi hier meine letzte Hütte, mein letzter Außenbereich, den ich mir quasi erobert habe. Und jetzt will ich auf jeden Fall erstmal den See erkunden, der da vor mir liegt, denn da habe ich noch gar nicht geschaut. So. Machen wir mal 6.15 Uhr. So. Hello at all hunting friends. Welcome to our live stream today evening. Today evening in German and European time. So, let's hunt at this lake and at first we must go to him and I am visiting first time this lake. So, haben wir genug Munition mit? Ich würde erst einmal sagen, ja. Der Multiplayer ist offen. Multiplayer ist open. Welchen genau ich geöffnet habe, das müsstet ihr eigentlich am Anfang des Streams relativ gut sehen können. So, dann forschen wir mal. So, vom Wind her ist das natürlich jetzt erstmal ziemlicher Quark, was ich hier mache. Aber wie gesagt, ich will ja erst einmal zum See gehen. Ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht dieser See ist. So, ich hoffe mal, dass gleich ein paar Leute hier in die Lobby kommen. Von der Community, aber ich weiß eigentlich schon von zweien relativ sicher, dass sie vorbeischauen werden. Das wird gleich der Fall sein. Insofern haben wir gleich Multiplayer-Spaß. So, was ich auf der Map komischerweise noch überhaupt nicht gesehen habe, auch wenn ich sie jetzt auch schon ein paar Tage gespielt habe. Ah. Das sind Wölfe. Ja, ich würde mal sagen, perfect shot. Ja, natürlich hätte ich jetzt mich da mal ein bisschen umschauen können. Vermutlich waren da vielleicht sogar noch ein paar mehr. Ich glaube, ein Mufflon war es. Unterwegs und da hätte man sicherlich eben sogar ein bisschen taktischer vorgehen können. Oh, okay, da rennen einige. Ich jetzt nicht, ob ich den getroffen habe. Oh, der rennt ja so viel, ist ja Wahnsinn. Das
ist auch geil, wie sie die Steine hochrennen. Naja gut, ich habe jetzt vielleicht von, ich sag jetzt mal, drei, vier möglichen. Timme, ich höre dich. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Wie stellst du dir das denn vor? Ich bin zum ersten Mal bei dem See und möchte dir sagen, Ich komme mal zu dir gereist. Das dauert zwar noch, aber ich schaffe das schon. oh Gott, was schieße ich mir hier eigentlich zusammen? Bist du schon wieder aufgeregt? Nee, aber die, meine Spezialknarre, die Cannon verreißt dann doch ziemlich. Aber ich glaube, den habe ich ganz gut getroffen. Ja. Und mal schauen, der klappt jetzt da oben zusammen. Okay. Na, ich habe eine schöne Herde, ich glaube Mufflons waren es, hier aufgespürt. Und ich würde mal sagen, das werden wir gleich an den Kreisen sehen. Ja, zwei bis drei sollte ich eigentlich erlegt haben. Geschossen habe ich auf, naja, sagen wir mal wohlwollend 5 bis 6. Aber die sind auch scheiße schnell, ne? Das stimmt. Wahnsinn. So, mein erster müsste gleich mein schönster sein. Ich habe eigentlich die Cannon genommen. Ich weiß, dass die natürlich Waffenklasse 4 ist. Das ist natürlich jetzt für die Trophäenwertung selber. Ja, natürlich habe ich jetzt eine etwas zu große Waffe genommen, das weiß ich auch. Aber ich wollte irgendwie auf Nummer sicher gehen. So, das ist mein erster. Ja, Ethikbonus ist klar. So, dann haben wir schon mal den ersten eingesammelt. Ich würde sagen, das dürften drei Kreise sein. Ja, das müssten eigentlich drei. Eigentlich ist immer eine gute Formulierung. Ich würde sagen, du bist am Arsch der Welt. Du, ganz ehrlich, finde ich schon mal gar nicht. Ich habe aber heute am Vorabend eine geile Gegend gefunden. Da habe ich mir auch einen Tripod hingestellt und ein Zelt. Das ist dieser See, der ganz links, der ist eigentlich unter dem See, wo wir jetzt sind. Unter dem See, der so in den Fluss mündet, der auch so ein ellenlanges Dings hat. Wirst du dann auf der Karte schon sehen, was ich meine? Ja, genau, ein Foto wollte ich dann immer mal schießen. From the Shallow Eight. Also hier ist auf jeden Fall noch jemand auf die Karte gekommen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hello to the third member. Nice to meet you. I don't know if you hear us. You can read with us. We are two German and we understand English so far. Also, ein bisschen verstehen wir schon, wenn einer was sagt. So, jetzt muss ich mich aber mal konzentrieren. Ich suche jetzt hier eigentlich die zweite von drei Spuren. Also ich glaube locker, dass ich drei erwischt habe. Einer, der ist noch rübergerannt. Den habe ich erwischt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo Blut finde. Aber es ist schon mal eine coole Gegend. Ich meine, gut, wenn du natürlich kommst, sind schon alle weg. Aber das liegt eher daran, dass ich natürlich mit einem unglaublichen Erfolg gejagt habe. Ah, das ist krass, wie die hier an den Felswänden durch die Gegend rennen. Das Lustige ist ja bloß, ich habe zwar einen geschossen, ich komme ja hier gar nicht hoch. Das kann ich ja knicken. Beziehungsweise hier müsste man denn echt mal mit der entsprechenden Uhrzeit das Jagen von oben tatsächlich machen. Okay, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen Quatsch.
Habe ich jetzt so nicht bedacht, aber ist egal. Das gehört jetzt auch zum Erfahrungssammeln dazu. Na, hier auf den Felsen brauche ich jetzt nicht klettern, da komme ich nicht hoch. Das war mir eben so gar nicht bewusst. So, Timme, ich grüße dich und zwar jetzt auch virtuell. Wo bist du denn? Ach, du bist ja doch noch ein Ich ganzes bin Stück weg. gleich. Ich bin ein bisschen bin ich noch weg, ja. Ah, du hast dann Ich quasi bin den noch am Außenposten. Wegkommen. Du hast den Außenposten auch nicht gehabt, oder? Nee, ich war schon Weil. fast da dran, aber da war das letzte Mal, habe ich gesagt, ach naja, kannst du später machen. Und dann habe ich aber ausgemacht und ist mir eingefallen, scheiße, ich wollte da noch diesen komischen Außenposten mitnehmen. Okay, hier muss man wirklich von da oben jagen, glaube ich. Das wird dann richtig interessant. Sich da Komplett oben, ganz unerklärlich. ehrlich, sich da oben ein Tripod hinstellen oder irgendwas und die Viecher hier früh auflauern, das wird das reinste Schützenfest. Aber gut, jetzt gehe ich mal zum See. Kommt den Berg nicht hoch. Beziehungsweise ich. Das ist ja auch geil. Das Lustige ist so bei weiten Flächen, ne? Da siehst du in Afrika ja die, ich sag ich mal, relativ großen Tiere, siehst du ja da relativ gut, ne? Mir ist das jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich hier die Tiere, du weißt, da rennt eine Herde in der Gegend rum und ich habe die gar nicht mitgekriegt. Das ist hier so Kommt der vom, Berg nicht hoch? mir kommt das hier vom Größenverhältnis ein bisschen anders vor. Aber das ist ja lustig. Der eigentliche See, der mich hier zum Jagen reich machen sollte. Ich hau mich ja weg. From the Shallow Eight. Isegrim. Isegrim ist da. Spricht der Gregor. Guten Abend. Denke, er müsste uns schon hören. Ja, leider, grüß dich. Sag mal, hast du dein Mikrofon verschluckt? Oder polterst du da auf dem Dachboden runter oder was? Das Wieso? klingt ja grässlich. Nee. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht. Eigentlich Also, ich höre nicht. nur Gerumpel, aber hallo, erstmal. Ist es besser, wenn ich lauter mache? Okay. So, jetzt höre ich dich eigentlich relativ gut. Nee, jetzt höre ich dich auch besser, ja. Ja, jetzt Aber höre ich vorher war dich. eine. Weil ich bin so bei dir nicht reingekommen. Ich habe mir den Server quasi jetzt über den großen Dings gesucht. Weiß ich nicht, manchmal spinnt das Ding halt hier, keine Ahnung. Ja. Ah, gut, in ein besseres Mikro müsste man auch mal irgendwann investieren, aber naja. Weißt du, was lustig ist? Ich habe noch nicht einen einzigen Wolf auf der Map gesehen. Ah, da hinten, da rennen schon wieder ein paar. Ich habe ein paar Zonen entdeckt von den Wölfen. Ich könnte dir ja helfen. Warte mal. Ist schon einer von euch am See? Ich habe. Ja, schade. Ist schon einer von euch hier mit am See, wo ich bin? Ah, einer von euch schießt schon, ihr Heinis. Schieß auf den Hansi, der vor mir läuft. Aber. Hey. Boah, da rennt eine ganze Herde und ich krieg's mal wieder nicht hin. Aber das ist irgendwie ganz schön verbuggt hier. Verschossener. Ach hier ist. Du schießt die ganze Zeit, ich laufe, ich hab mich. Hast du irgendwie. Also Sound hört sich. Dein Mikro ist eine Katastrophe, ehrlich. Das kann ja. Ja, keine Ahnung, ich habe nichts anderes gemacht als sonst. Na, jetzt geht's, aber der Anfang ist immer so rumpelig, als ob du das aus dem Mund rausnimmst. Ach so. Nee. Ich hoffe, dass es jetzt halbwegs geht. Ah, cool. Sammelt mal ruhig ein, weil ich finde ja wieder nichts. Ich bin halt der Sniper von uns. Bla bla. Ach, warte mal, da rennen ja immer noch welche.
Oh, schön. Ich habe eins anvisiert und habe dann gemerkt, dass ich nachladen müsste. Boah, ich höre euch beide total schlecht. Ich weiß auch nicht, was los ist. Aber ich sehe euch zumindest. Also, wenn du redest, verstehe ich dich auch total kacke. Ich habe eigentlich hier nichts anders als sonst gemacht. Stehen wir jetzt auf hier. Ich weiß es nicht, woran das liegt, echt nicht. Ich gucke gerade auf die Karte. Jetzt zeigt er meine Zonen nicht an. Oh, ich habe schon ein paar Zonen eigentlich entdeckt. Ja gut, ja, ist richtig, aber es ist ja immer das Ding von dem, der die, glaube ich, aufmacht, ne? Ah, da hinten liegt noch mindestens ein totes. Da steht noch eins hinterm Busch. Jetzt geht's los hier mit uns. Sensationell. So, spielen wir Call of Duty oder was? Ah, herrlich. Aber er scheint tot zu sein. Vielleicht so nah mit dem Mikro in deinem Mund oder so. Das... Da ist noch ein Muffel. Seine Mikrofonlautstärke vielleicht runterstellen. Na, jetzt habe ich runtergestellt. 300. Hört ihr mich jetzt besser? Ich habe mal runtergestellt. Ja, schon. Super, ich habe auch keine Munition mitgenommen, Idiot. Aber ich glaube, die bräuchte man, oder? Oder du suchst den Stein und musst dich reinschleichen. Ich meine, es ist ja cool, dass die Viecher immer noch kommen. Also ich würde sagen, hier müssten locker 4, 5 Viecher rumliegen. Boah, das tut mir natürlich leid, weil die Leute, die jetzt zugucken, also sind ja zumindest ein paar, für die kräschelt das natürlich jetzt auch irgendwo ein bisschen im Ohr, aber...
Jens, wie wollen wir es machen, sag ich mal, als Gruppe, geht jeder seinen Weg? Wir machen so eine Challenge oder so? Ich finde als Gruppe jagen, ich finde als Gruppe jagen eigentlich immer ganz cool. Es ist die Frage, haben wir schon alle Viecher aufgesammelt, die hier lagen? Ich glaube nicht. Wie viel habt ihr jetzt aufgesammelt? Ich habe es jetzt nicht ganz mitgekriegt. Ich habe jetzt 2 aufgesammelt. Albino, geil. Ich meine, dass hier hinten eigentlich auch noch was liegen müsste. Da wo wir jetzt. Ne, ich finde es halt insofern interessant, weil für mich ist es auch. Ach, hier müsste noch einer liegen. Warte mal, ich habe noch eine Spur. Weil es für mich jetzt auch hier komplettes Neuland ist. Deswegen macht es mir natürlich auch Spaß. Bin jetzt nicht ganz sicher, Timme, du redest, aber ich habe es jetzt bloß am Mikrofon gesehen, aber irgendwie so richtig, also hören tue ich dich aktuell nicht. Mann. Ich bin noch da. Ah, okay. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe ja auch keine anderen Einstellungen vorgenommen. Jens, hier ist ein Wolf, wenn du Lust hast. Oh ja, warte mal, ich suche bloß kurz meinen Mufflon, ich habe es schon bei 0 bis 25, warte mal. Nee, wirklich. Ist doch gut, alles gut. Ah, da liegt es. Ich will wirklich mal einen Wolf hier sehen. Ich glaub schon gar nicht mehr, dass welche auf der Karte sind. Gregor, welches Headset hast du aktuell? Das, was ich auch habe? Oder hast du, hast ja, glaube ich, mal ein anderes gekauft, ne? Was ist Gold? Max, das macht sich auch bezahlt. Du verstehst mich doch relativ gut, oder? Ja, eigentlich schon. Kannst mir mal den Typ mal schicken oder so die Tage, wenn du mal dran denkst. Ich hab so einen Kugelbruch hast oder so, das ist nicht normal. Das ist halt ein bisschen doof. Wartet mal, wir wollen doch zusammen weiter. Können wir mal zu dem See rennen, der da hinten ist, aber das. Ich meine, taktisch wäre das ja klug, wenn wir auch, ich sag ich mal, auf halbwegs auf einer Linie ein bisschen in der Breite da runter gehen, oder? Ich höre die, ach scheiße, die Wölfe. The Iberian Wolf is the reserve's apex predator and is useful in the control of wild boar populations. This doesn't mean that the farmers like having them here. Du hast Orange. Ich bin Orange. Ja. Okay. Hier sind also wirklich Wölfe, wie es aussieht. Naja, die haben schon rumgebissen. Vielleicht auch anbeißen, das wäre interessant.
ich hab sie, ich hab. Ah, jetzt haut er ab, shit. Ah, ich hab zumindest die Markierung gesehen. Ja, 100 Meter. Und guck mal, der neben mir ist, keine Ahnung. Neben uns ist noch einer auf der Karte, der ist links oben. Der Steve Stenoe, ich kann es gar nicht richtig lesen. Ja, aber ich glaube, der hat nichts zu tun mit Anführungszeichen uns, oder? Nee. Hast du die Karte offen gemacht? Ja, ja, die ist zugänglich für jedermann, so soll es ja auch sein. Also die Wölfe sind jetzt Richtung. Und links neben mir auch, also Richtung Südwest. Ja. Sogar mit Warnhut. Also, oh Jens, ich verstehe dich super gerade. Wirklich? Vielleicht hast du es. Ja, ja, jetzt bist du gerade top wie das. Das freut mich, wenn ihr mich vernünftig hört. Ich höre euch, ich höre euch, geht so. Aber ich sag mal, vielleicht hat mein Headset wirklich langsam einen weg. Ich hab's. Könnte man ja mal. Mal rechts von uns ist auch noch irgendein Vieh. Hast du ihn getroffen? Nee. Ich hab kurz vorhin noch gedreht, aber. Ich kann natürlich auch mal einen Angriff provozieren. Ja, aber hier Richtung See sollten wir doch eigentlich fündig werden. Mundharmonika, Gitarre. Sehr schön. Ganz genau. Eins ist Richtung Nord abgehauen über den Hügel und eins ist Richtung See runter. Also. Wir werden sie schon kriegen. Timmy höre ich auch selten, muss ich sagen. Also da scheint auch irgendwas zu sein. Aber wenn ihr euch irgendwie dann hier zusammenredet, dann verstehe ich kein Wort, weil dann kommt nur. Am Server liegen da irgendwas an der Verbindung durch Kacke. Kann auch am Server liegen, das muss gar nicht unbedingt am Headset liegen. Weil. Timme, wo wir die letzten zwei Wochen zweimal gestreamt haben, war alles wunderbar. Ja, das stimmt. Also ich habe dich eigentlich immer gut verstanden, so wie jetzt. Ja, man weiß es manchmal nicht. Oder wir müssen uns mit Handzeichen verstehen. Ich habe gerade gemacht, so nach vorne. So, wo sind denn die blöden Wölfe hier? Da unten ist was. Ein Wildschwein. Cool. Eine ganze Rotte. Warte mal, wenn wir leise sind, können wir uns jeder eins entschnappen hier. Also von mir aus sind es 100 Meter. Richtung Nord. Am Hang unten. Warte. Ich komme in Position. Nicht zu, aber die kommen Richtung Süd quasi. Der Wind steht. Warte mal. Wir sind jetzt noch. Warte mal, ich hab dieses Ding zum Anlocken noch dabei. Warte mal. Nein, die kommen doch auf uns zu, Nasenbär. Los. Warte, dann gib mir wenigstens die Chance, eins zu treffen. Ja, die gucken schon, die sind Wachser. Warte, ich hab. Jens, das muss schneller gehen. Zack, zack, zack. Ach, da hinten ist noch eine. Okay. Ja, das war doch ganz. Aber die hätte man trotzdem weiter ranholen können. Was hat man? Ich sag, die hätte man mit dem Wildschwein-Lock-Ding trotzdem noch ein bisschen weiter ranholen können. Ja, aber die stehen doch fast vor mir. Was soll ich? Ja, ist ja richtig. Ich dürfte, weiß ich nicht, ich glaube aber, ich habe keins getroffen.
Sammel ein. Ja, das müsste Timme sein. Also meins ist es nicht. Das ist. Ja. Isegrim hat das geschossen. Das war's schon. Nee, hier ist noch eine Spur. Warte, hier ist noch eine Spur. Nacheinander muss, sonst darfst du nicht überlagern. Warte mal, da hinten ist noch eins. Ach nee, das ist das Tote. Warte mal, jetzt gehe ich mal langsamer hier unten, weil hier müssten wahrscheinlich noch welche sein. Da hinten ist was. Ein Rehchen. Mach du ruhig, du. Oh, nee, in dem Moment rennt das blöde Reh weg. Nee, ich glaube, das habe ich nicht getroffen, aber passt schon. Ich meine, der Fluss war geil gerade. Da warst du, genau. Da hinten ist auch noch ein Schwein. Auf Nord in 190. Oh, da geht ein Wolf, endlich. Ein Wolf. 300 Meter, oh, den versuche ich. Und Jens? Ja, der ist hängen geblieben in der Landschaft. Der rennt, der kann nicht weglaufen. Ja, das Schöne ist, ich treffe trotzdem nicht. Hey, kann mir meiner helfen, den Wolf? Den Wolf, der sich nicht wegbewegen kann, zu schießen? Bin zu dusselig, den zu treffen. Wo ist er denn jetzt? Ja, sag mal, wo ungefähr? Ja, jetzt sag mir nicht, dass der abgehauen ist, da lache ich mich ja kaputt. Warte, ich muss ihn nochmal anpinnen. Oder ist er jetzt weg? Ich hau mich weg. Ich hau. Genau, ich habe ihn festgebunden. Schade. Ach, warte mal. Da ist ein Schwein noch. Schwein, Richtung West, die Hügel runter. Na Jens, Schweinchen. Wo? Wo? Dass ich niemand den Wolf hinkriege, also ehrlich. Mal gucken, oder ist der... Die kommen hier vorne lang. Wo seid ihr denn? Wo? Juhu. Ne, wenn wir alle zusammen... Oh, da hier! Ah, shit! Wir haben uns schön gerade... Scheiße! Bin ich heute für ein Dummdussel hier, echt? Rannte eben eigentlich noch so in einer wirklich passablen Position vor mir. Ich habe es, glaube ich, nicht getroffen. Aber dafür habe ich ein Futtergebiet für Hasen entdeckt. Das ist viel mehr wert.
Mann, Mann, Mann. Ein Reh. Das ist doch so mein Niveau hier. Nicht mal das Truste. Na, ich hab's gar nicht probiert. Hallo, grüß dich. Oh, da, endlich rennt da mal wieder der Wolf. Oh, 200 Meter. Jetzt habe ich endlich mal eine realistische Chance. Fünfzig, 75. Na, den Sportsfreund, den habe ich doch sowas von getroffen. Manchmal denke ich, Jens, du frisst wirklich dein Mikro. Im Gegenteil, ich habe das eigentlich. Ist das jetzt so besser? Ja, so ist es besser. Wie gesagt, ist so wirklich besser. Hey, wer schießt da auf mich? Sind wir. Kommt mal zu mir, ich glaube, ich habe vor mir Wildschweine. Ich wollte eigentlich ein Gänsefüßchen bloß Wolf, den. Hinter dir ist ein Wolf. Nase. Markieren mal, ich habe einen. Na dann. Das arme Reh. Ich muss erstmal Munition holen gehen. Zwar gehört, Gregor, dass du was gesagt hast, aber leider nicht was. Ob du dir den Wolf angucken willst. Nö, sammel ruhig auf. Ich habe ja selbst einen geschossen. Ich muss ihn bloß finden. Ja, cool. Mein Gott, wo.
Wo rennt denn dieser Schniepel hin? Warnruf von einem Wildschwein, das ist ja schön und gut. Ich finde erstmal meinen Wolf. Ich finde meinen Wolf nicht. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. See Richtung Süden. Ich hab's immer aktiviert. Ich könnte hier kotzen, weil ich den Wolf nicht finde. Sucht, der findet. Gerannt ist. Hier ist er weggerannt. Oh, ich krieg hier echt eine Meise. Ich finde den Wolf nicht. Jetzt ist ja einer von euch bereit, mir hier hinten mal beim Suchen zu helfen. Ich höre Wölfe. Mein Wolf. Hast du eben einen aufgesammelt? Ja. Was dürfte der wohl gewesen sein? Wollen wir jetzt hier mal weiter am See lang? Hier unten, hier so? Aber von der Richtung ist nicht optimal, ne? Aber mein Bild ist unscharf. Ich weiß auch nicht, was ist das hier? Ist überhaupt einer da von euch? Ja, ich bin da. Isegrim ist an den See zurück. Ich weiß zwar nicht, wie der jetzt da eben so schnell zurück ist. Nee, das ist er gar nicht. Ey, so weit bist du noch weg, ey. Ich weiß nicht, ob er rausgegangen ist. Der hat dich so über den Dings verlassen. Wahrscheinlich, der hat ja gesagt, der hat irgendwie kein Bild oder so. Aber das Kratzen kann auch sein, dass vielleicht deine PlayStation im Hintergrund unten Update macht von alten Spielen. Meine? Ja.
Glaube ich jetzt eigentlich nicht. Ah, jetzt ist der Gregor wieder gekommen. Ah, der ist kurz mal raus. Hey, in Spanien regnet's. Das Spiel hat mich rausgehauen. Ach so. Jetzt versuche ich mal die Schweine hier anzulocken. Das Wildschwein. Das gibt's nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt ist der Ton mal gut. Wahnsinnig. Ah, da steckt man halt manchmal nicht drin. Das ist. Jagst du schon wieder dem Reh hinterher? Da sind irgendwo Wildschweine vor uns. Da rennen sie. Siehst du sie? Ja, warte mal. Schnell locken versuchen. Mal leise gehen. Lass uns mal hier bleiben. Vielleicht kriegen wir sie ja ran. Ja, die hauen irgendwo wieder ab. Steht noch am Boden rum. Da oben kommt auch noch eins. Auf 8, auf 500 Meter, ganz weit oben. Soll ich mal versuchen zu schießen? Das war. Yeah, endlich habe ich mal einen perfekten Treffer gesetzt. Aber wo ist bitte das Reh, was ich geschossen habe? Ich finde ja hier nicht mal eine Blutspur. Was da war? Da kommen noch mehr von oben runter. Ja. Weißt du so? Ich habe es mal gekriegt. Ein Stück. Es liegt. Ich denke, dass ich dürfte den zweiten auch getroffen haben. Den zweiten, das zweite Wildschwein.
Du trinkst was? Na, ich? Ja. Ja, Bier, wie immer. Richtig so. Ah, hier ist zumindest. Auf den letzten Arbeitstag, da durfte ich heute noch mal trinken. Ah. Ethikbonus, ja gut, mit der Canon. Das ist klar. Aber diese weiten Felder hier, das macht sich eigentlich zum Jagen ganz gut, ne? Bist du jetzt in meiner Nähe? Ja, so halbwegs. Ich suche nämlich gerade das zweite Wildschwein. Das sieht man, ich hab's gerade gesehen durch den Fahnenblatt. Ich muss ein Stück weiter höher laufen. Ah, hier ist es. Ja, okay. Passt. Mal das Feld davor und sehe, da müsste doch eigentlich auch noch irgendwas gehen, oder? Hier liegt ein Reh, soll ich das mal aufnehmen? Ja, bitte, das habe ich nämlich nicht gefunden. Das liegt ja am Arsch der Welt. Jetzt weißt du, warum ich es nicht gefunden habe. Perfekt. Sehr gut. Awesome, great. Benno Vensol, hello. Hello, nice to meet you. Ich habe jetzt mal ganz kurz in den Chat reingeschaut. Und wenn da mal jemand reinschreibt, dann ist man natürlich auch nett. So. Ja, Timme, was machen wir jetzt? So rein. So, jetzt muss uns mal hier einen Schlachtplan machen. Da oben ist ja dann die Karte zu Ende. Das heißt, in die Richtung jetzt hier groß gehen, finde ich, macht wenig Sinn. Ich glaube, ich reise nochmal an meinen Dings dann gleich. Gebaut habe, na, einen Hochsitz. Na, dann reisen wir mal hin. Ich gucke mal, ob ich da schon war, und dann reise ich hinterher. Das ist eine coole Gegend. 9:30 müsste da eigentlich auch noch was gehen. Ich gucke jetzt hier nochmal, ob es hier noch irgendwas zu jagen gibt. Ich meine, ist ja echt eine schöne Freifläche hier, ne? Warte mal, da hinten ist. Ach Gott. Da ist es. Triffst du auch, oder? Jetzt. Oh, der war gut, der zweite. Der war gut. Ich hab's genau durch die Fernglas gesehen. Echt? Cool. Und das war am Laufen. Also der zweite Schuss war eigentlich der wesentlich schwierigere. Egal. Der erste, den hast du gar nicht drauf. Nein, das wird blöd geguckt, aber der zweite jetzt allerdings. Da liegt es. Danke. Weidmanns Heil, sag ich da nur. Ja, Weidmanns Dank. Yes. Nice to meet you. So, ich geh mal schnell in den Ofen. Du reist ja dann? Ja, genau.
abschneiden, wenn ich wieder da bin. Ja, alles gut, sei entspannt. Ja, gut, bis gleich. Nun gut, wie ihr gerade seht, ich weiß es nicht. Tja, der Technikteufel steckt im Detail. Ich kann es nicht ändern. Jetzt muss ich halt nochmal eine neue Session machen und hoffen, dass die Jungs das mitkriegen. Keine Ahnung, ob ich mir jetzt das Reh holen könnte, was ich jetzt hier quasi geschossen habe. So, jetzt schauen wir mal, ob hier an der Stelle was geht. Erstmal hier heimlich auf unseren Tripod drauf. Ich hoffe, die Jungs haben es mitgekriegt, dass die Session leider gecuttet hat.
So, hier ist noch nichts mitzubekommen von irgendwelchen Viechern. Denke, dass hier eigentlich dann gleich welche kommen könnten, sprich die Springböcke, die müssten eigentlich demnächst hier aufkreuzen. So, jetzt werde ich erstmal noch jemanden kurz Bescheid geben. So, jetzt musste ich erstmal ganz kurz Bescheid geben, dass eine neue Session geöffnet wurde. Aber im Moment scheint die Map, so mein Gefühl, im Multiplayer noch nicht rund zu laufen. So. Na gut, jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man lauert jetzt an dieser Stelle weiter. Oder man geht natürlich das Tal weiter runter. Ich glaube, die Variante würde ich jetzt mal favorisieren. Das ist auf jeden Fall ein ganz cooler Hotspot hier. Der weiß durchaus zu gefallen, definitiv. So, vom Wind ist das natürlich jetzt hier nicht optimal. Warte mal, steht da hinten was? Nee, Steine. Ist immer dasselbe. Denke mal, wenn ich jetzt hier tiefer reingehe, müsste ich schon auf jeden Fall auch irgendwas finden. Schauen wir mal. Ich höre zumindest schon mal Wölfe.
So. Jetzt höre ich dich wieder. Da bist du wieder. Ja, keine Ahnung, ich bin auch rausgeflogen. Ja, irgendwie so richtig rund läuft das heute nicht. Ob das an der Map selber liegt oder am Server, schwierig zu sagen. Ich komme wieder, ich sehe Kinder. Aber ich würde mal sagen, in Verbindung mit unserem Sound habe ich eher so das Gefühl, dass das heute irgendwie eine Sache von der technischen Seite ist, jetzt ohne dass das zwingend die Karte sein muss, weil wir haben ja hier auch schon letzte Woche gut gestreamt, da hat es ja eigentlich auch gut geklappt. So. Tja, man weiß es nicht. Ich habe zwar einen sehr guten Spot am Anfang, wo auch die Springböcke dann ordentlich kommen, aber ich wollte jetzt da nicht rumsitzen und warten. Weil ich sag mal, für die Leute, die dann möglicherweise zuschauen, ist das ja auch, ja, dann doch langweilig. Das stimmt. Vielleicht hast du ja das Glück, wenn du da hinten lang gehst, dass da dann vielleicht sogar schon Bergziegen, Springböcke gekommen sind. Aber das soll wohl generell hier eine ganz nette Ecke sein. So. Ganz nach hinten durch bin ich hier auch noch nicht. Ich muss mal ganz kurz zu den Kindern, bin gleich wieder da. So, da ist er wieder. Das ist schön. Auf der anderen Seite waren gerade Wildschweine. Zumindest steht es immer noch dort. So, da. So, Ja, ich sehe es. Ist da unten lang? Ah, das. Rennt oben lang, da habe ich keine Chance. Das ist zu weit weg. Oder? Ja, das ist weg. Das ist weg. Kirchen, was ist denn da heute los? Lustig, den werde ich mal versuchen, da vom Berg zu schießen. Das sieht total lustig aus, das musst du dir nachher mal anschauen. Der steht immer noch da. Du schießt genau einen Stein. Ich stücke Höhe einsetzen.
Das ist ja lustig. Siehst du das? Sag mal, ist das überhaupt ein echter? Sieht sehr verbuggt aus. Ja, total. Steht immer noch da. Das ist ja lustig. Ich geh mal gucken, was da los ist. Ich hoffe mal, dass ich hier rüberkomme über den See. Ja, warte mal. Das ist ja kurios. Total. Also es ist ja... Kommst du da hinten an der Stelle rüber? Warte, ja. Perfekt, ich komme auch rüber. Das will ich mir auch mal anschauen. Das sieht ja lustig aus. Aber es ist ja irgendwie heute auch ein Update rausgekommen von dem Spiel. Vielleicht packt das deswegen rum. Ja, kann schon sein. Weil ich habe ja fast über eine halbe Stunde gebraucht, dass mal installiert ist, obwohl ich eine gute Leitung mehr habe. Ja. Möchte ich jetzt wirklich sehen. Das war ja eigentlich eine Steinfigur. Am Ende ist es eine Steinfigur, wir haben drauf geklebt. Ich hab's gewusst. Warte, sag mal noch nix. Sag mal noch nix, ich komme jetzt zu dir hoch. Ich möchte mich auch amüsieren. Oh, das klingt schon ziemlich lustig. Na, wenn es was Lustiges ist, dann könnte man das aus dem Stream durchaus mal rausschneiden und noch ein kleines Video machen. Sens. Herrlich, herrlich. Was soll das? Einfach mal eine Statue hier hingestellt. Sensationell. Warte mal, jetzt machen wir mal hier nicht so viele Geräusche. Lass uns mal hier nochmal um den See so ein bisschen drum rumschauen. Aber du siehst, aber zu zweit ist der Sound schon besser, ne? Also ich verstehe dich jetzt eigentlich jetzt wieder so, wie wir es die letzten Male hatten. Ja, so verstehe ich dich auch. Na, wahrscheinlich entweder der Server ist als nicht ganz geschafft, weil zu viele auf der Karte waren, weil es halt eben irgendwie ein bisschen rumspackt, das Spiel. Ja. Aber irgendwie scheint er dann mit drei oder mehr Leuten, die Sound haben, irgendwie auch so seine Problemchen zu haben, wa? Nee. So würde ich das ein bisschen deuten. Naja. Ja, dem Gregor hat das, glaube ich, nicht getaugt. Der hat er dann aufgehört oder jagt wahrscheinlich jetzt alleine. Nee. Aber ja, irgendwie verstehe ich ihn auch. Ah, da hinten ist ein Reh, das hole ich mir. Ich habe es noch gar nicht. Ach, scheiße. Weg ist es, okay. Lass uns mal zu der Brücke da gehen. Also der Zweibrücken rechts und links. Naja, wir müssen ja zu der hier gehen, weil zu der linken kommen wir ja so ohne weiteres gar nicht.
Wo bist du eigentlich? Ich müsste irgendwo unter dir sein. Ach, da bist du. Aber interessant ist ja auch, mit welcher Unbeirrtheit wir trotzdem auf das Ding geschossen haben, ne? Ja, geht gar nicht. Schon wieder sehr witzig. Ist das freigeschalten? Nee. Ja, der Gregor hat ansonsten vorhin eingangs, ich weiß gar nicht, da warst du noch gar nicht dabei, haben wir mal kurz über die Map geredet. Da muss ich auch sagen, da gebe ich ihm auch nicht Unrecht. Also sie ist gut. Ja. Ja, erzähl weiter. Sie ist gut. Aber, was heißt aber? Sie hat auch ein paar nette Tiere, warte mal, dabei, die halt sonst nirgends drauf sind, das ist auch klar, aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt einen gänzlich vom Hocker reißt. Also um Gottes Willen, wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau, ja, das ist eine Frage. Und die wird auch immer mal wieder zum Jagen einladen, aber auf Dauer hat man ja doch immer so ein bisschen seine Favoriten. Also ich muss sagen, ich komme an Afrika definitiv vorbei. Nicht vorbei, weil sie irgendwie, ja, die ist einfach so herrlich urig. Und Yugon finde ich eigentlich auch sehr cool. Lake District sowieso. Und Medved. Vier Stück. Wo bist du? Jetzt hauen sie ab, Scheiße. Bleib doch mal hier, ihr Viecher. Und Medved Tiger finde ich eigentlich auch ganz nett. Ich finde die richtig cool, wenn auch wirklich draußen Schnee liegt. Dann hast du auch echt so das Feeling. Ja, in so einer. Kalter Abend. Nun ja. Ja, Hirschfelden ist halt auch irgendwo. Ja, das, ne, es könnte. Oder beziehungsweise halt, was heißt es könnte? Es ist ja im Prinzip Europa, Deutschland, wenn du so willst. Ja, das ist ja. Siehst du irgendwo noch eins? Nee, aber meins ist tot, habe ich gerade auf der Karte gesehen. Ach so. Na, dann hol's dir mal. So, habe ich noch so Schossen hin, Klo. So, jetzt haben wir hier Blutspur wieder. Ich höre Wölfe. Wolfies? Ich habe noch nicht einen Wolf hier erlebt, ey. Der Map. Tja, ich wohin ein. Das war's dann aber auch schon. Ja, Yukon ist, was ich bei Yukon eben auch geil finde, ist diese schönen Wetterwechsel, ne? Gerade auch mit dem Schnee. Das ist da echt, echt sehr, sehr gelungen. Das macht die Karte auch schon so ein bisschen besonders irgendwo. Ja, wie gesagt, Spanien ist schön, aber ja, sie ist irgendwie dann doch am Ende des Tages so ein bisschen wie Südamerika. Eigentlich nett,
Aber ich sag jetzt mal, vom Ertrag haut sie mich jetzt noch nicht so vom Hocker. Sind die Wildschweine da? Ich habe nur meins noch nicht mal gefunden. Warte Ich habe auch mal. keine Blutspur, nicht? Das klang, als wenn die, als wenn die, als wenn die am anderen See sind, am anderen Ufer. Das Reh. Ah, die Wildschweine kommen direkt in meine Richtung. Ich suche was. Alter, hör auf. Na bitte. Endlich mal wieder ein Jagderfolg hier. Ich habe zwei Wildschweine erlegt. Ja, und hier meine Spur hört einfach mal irgendwo auf und geht nicht mehr weiter. Ja, dann komm einfach, was soll's. Ja, bin ich bei dir, aber mei. So ist es halt manchmal. Das ist so wahr. Schön. Warte mal, das Wasser sieht ja eigentlich relativ flach aus, ob man hier rüberkommt. Ja, ich hau mich ja weg. Wir wollen da hinten bis zur Brücke rennen. Kommst. Was nu? Jetzt hör auf. Weißt du was? Mich hat ein Wildschwein von hinten angerempelt, als ich durchs Wasser gelaufen bin und ich bin tot. Ich hau mich weg. Echt? Ich hau mich weg. Ich sehe doch, ich war genau hinter dir, war doch auch kein Wildschwein. Doch, ich hab's noch gehört. Es hat nur gemacht. Aber dass es mich im Vorbeilaufen gleich tötet, ist äußerst, äußerst realistisch. Pass mal auf, ich reiß jetzt hier nochmal zu dem anderen See. Du wirst das gleich sehen, der ist südlich von uns. Noch nicht. Da würde ich sagen, können wir jetzt nochmal 10 Minuten, Viertelstunde verbringen und dann mache ich Schluss für heute. War ich noch nicht, aber ich reite hin und komme zu dir mit dem Quad gefahren. Fahrzeug ist da, das ist schön. Tiere, soweit das Auge reicht. Was ich auf der Karte noch nicht gefunden habe, ist diese komische Steinwand. Oder Steinbruch oder was das ist. Was man, glaube ich, auch in einem der Trailer gesehen hat. Oder in dem Trailer, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Meine, ich finde es jetzt nicht schlimm, um Gottes Willen. Ich habe ein Reh gehört, aber ich sehe es nicht. Ah, vielleicht kriege ich es hier noch mit angelockt. Ja, na klar.
kann durch Steine fahren. Was? Habe ich glaube ich nicht getroffen. Also auch nicht das, was hier unten gegaggert hat. Ah, da ist das andere Reh jetzt. Okay. Naja, gut. Warte mal, da hinten rennt irgendwas. Was war denn das eben? Ein Reh, oder? Ich bin noch nicht mal bei dir, ich muss erstmal da hinkommen. Ich bin unten am See. Wo bist du denn? Ach, da drüben. Sehe ich dich mit meiner, mit meinem Fernglas? Entdeckt. Naja, irgendwas rannte hier rechts in diese Baumgruppe rein, aber ich habe nicht wirklich gesehen, was das war. Könnte sogar... sah ein bisschen wie ein Wolf aus, aber das könnte natürlich auch ein Reh gewesen sein. Übrigens das Bayern-Spiel geguckt. Ja, zweite Halbzeit. Bei der ersten habe ich mich zu meinen Kindern gelegt und bin dann mit eingepennt und bin kurz nach 9 wieder wach geworden. Und ja, also, oh, hör auf. Das war ja wieder ein Nervenzahn. Also, ich sag mal so, ich war gegen Leverkusen auch im Stadion und da haben sie unberechtigterweise das Spiel verloren. Aber gut, so ist Fußball halt manchmal auch. Und gestern, bin ich ehrlich, da haben sie es jetzt nicht unbedingt verdient gewonnen, aber da haben sie sich zumindest die 3 Punkte mal wieder zurückgeholt. Ja, natürlich, also ich muss echt sagen, Kompliment an Freiburg, wie die zu Hause aufgetreten sind in Halbzeit 2, das war richtig cool. Das war schon echt stark. Ich weiß nicht, ich habe ja die erste Halbzeit nicht gesehen, ob Bayern dann nach dem 1-0 wieder dachte, das wird ein Selbstläufer. Ich kann es jetzt ehrlicherweise nicht beantworten. Ja, so ist das halt. Naja, aber ich habe dann auch zu einem Freund von mir gesagt, von dem ich auch die Dauerkarte habe, weil der ja aktuell in Wien lebt. Und ist gut, das ist jetzt von München. Naja, gut, das ist auch 4 Stunden Fahrt und das machst halt auch nicht, wenn du Familie mit 2 Kindern hast zu jedem Heimspiel. Also spreche im Moment überhaupt nicht. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, der hat dann auch gesagt, ja, so eine Spiele musst du dann halt auch mal dreckig gewinnen. Ob verdient oder nicht, das fragt in 2 Wochen dann auch keiner mehr. Da muss ich ihm halt auch recht geben. Es ist auch so, die Leverkusener wissen ja bis heute nicht, wie die in München gewonnen haben. Aber gut, sie haben halt die 3 Punkte geholt, ne? Warte, wow, ich habe ein Tier, ich habe ein Tier gefunden. Ah! Soll ich jetzt das Reh von der Wand schießen oder was? Ich mach das mal. Mal sehen, was dann passiert. Ich meine, ich werde es mir da gar nicht holen können, aber... merkwürdig. Ja, ich habe versucht, ein Reh hier von der Wand zu schießen, aber irgendwie ist mir das auch nicht gelungen. Puh! Da ist die
Tierdichte irgendwie ziemlich überschaubar teilweise. Warte mal, das Reh hole ich mir noch, komm. Ich bin einfach ein toller Schütze. Hast du daneben geschossen? Nein. Ja, die Cannon bleibt für mich die beste Waffe, aber die 6.5 Riffel, die ist schon auch cool. Die hat eben noch den Vorteil, du kannst mit der schneller hintereinander präzise schießen. Muss ich mir mal angucken, welche Waffe du genau. Ist es die wir letztens gekauft haben, oder? Ja. Nee, die 6.5 Riffel, das ist die du hier auf der Spanien-Map kriegst. Die auch 4 oder 5 Schüsse hat. Nee, die ist schon echt cool. Da kann man nichts sagen. Spuren hier, ey. Ich werde mal demnächst vielleicht so eine Serie mal machen. Weiß nicht, ob es, also wenn mal die Zeit ist, wo ich, auf welcher Map ich in einer Stunde am meisten Geld schießen kann. Das würde mich selbst mal interessieren. Ich glaube, Afrika wird weit vorne sein und Lake District vermutlich auch. Ich meine, Yukon hat auch gute Chancen, wenn man an der richtigen Stelle ist. Da liegt das Reh. Gut, Ethikbonus brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ich sag mal so, was jetzt die nächsten Tage angeht, Weihnachten, Neujahr, ich glaube, das ist im Moment jetzt dann erst einmal schwierig, sagen wir es mal so. Also ich kann dir sagen, über Weihnachten sind wir gar nicht zu Hause. Ja, wir sind zwar im Umfeld. Oh, du hast was geschossen. Ja, ein Reh. Na bitte. Ja, geht mir auch so. Wir sind Weihnachten und Silvester eigentlich viel unterwegs, auch wenn wir dieses Jahr eigentlich für uns eher... Oh, da unten sind noch Rehe. Jetzt höre ich Wölfe. Im Westen stehen zwei Rehe. Die sind eigentlich in der Nähe von dem, wo du bist. Habe ich schon. Eins habe ich denn, glaube ich, eben. Oh, jetzt hör auf. Jetzt erzähl mir doch nicht, dass ich das nicht getroffen habe. Da lache ich mich ja kaputt. Aber doch, das scheine ich doch getroffen zu haben. Weil ich meine, dass der Kreis ein ganz frischer ist. Ja, doch. Ich glaube schon. Ich wollte gerade sagen, also das hätte mich ja gewundert. Ich glaube, das, was ich jetzt noch habe weglaufen sehen, war wohl das zweite Reh. Aber ich höre jetzt hier übelst Wölfe hinter mir. Nee, ich muss mal wieder Kohle jagen in Afrika machen. Ich habe jetzt doch einige immer drei Hochsitze gekauft und einige Entschuldige, ich hatte eigentlich ich habe eigentlich gesehen, dass du es markiert hattest. Das war jetzt sagen, wenn wir das nächste Mal streamen, dann können wir ja auch mal die Tiger Map nehmen. Ja, das können wir machen, da bin ich auch dabei. Da habe ich auch mal wieder Bock drauf. Schön Bären schießen. Aber hier so dieses... Was denn? Das
Haus habe ich noch nicht freigeschalten. Geh ich gleich mal hin. Na, mach das. Habe ich jetzt hier eigentlich das Reh oben gefunden? Getroffen? Also hier müsste das Reh eigentlich relativ gut liegen, hätte ich jetzt gedacht. Ah, hier ist der. Keine Organe getroffen, wie süß. Ah ja, sollte beim Reh trotzdem reichen. Was hast du eigentlich noch an Spielen so oder für PlayStation 4? Sonst habe ich eigentlich kein Spiel, weil da tun wir die meistens immer so ausleihen und zockte durch, aber ich wollte mir jetzt, wie gesagt, das FIFA 20 holen, aber irgendwie. Welches wolltest du holen? Der eine sagt so, das FIFA 20. Ah ja, gut, ich habe Pro Evolution Soccer. Ich bin mit Gregor zusammen PES-Fan der ersten Stunde. Wir spielen das zusammen seit 1998. Und da habe ich aber der eine sagt dann halt so, das ist gut, der eine sagt wieder so scheiße und da habe ich mir gedacht, ach, das sparst du dir das Geld erstmal. Naja, wenigstens mal hier noch ein bisschen Jagderfolg. Wo bist du jetzt eigentlich hin? Ich bin hinter dir, auf dem Weg wieder zu dir. Ach so. Wenn es hier noch irgendwas gäbe, was um die Ecke käme, würde ich ja sagen, Mensch. Oder hier so in die Schneise. Ah, warte mal, da kommt was und das bist nicht du. Ein Häschen. Ach komm, hör auf. Das habe ich auch gerade gesehen. Nee, Tiger können wir nächstes Mal gerne wieder machen. Naja, man kann schon grundsätzlich davon ausgehen, dass hier sicherlich noch. Ich meine, jetzt sind ja die neuen Konsolen in Arbeit, aber das. Ich denke, das Spiel. Mindestens noch, ist jetzt mal meine Vermutung, mindestens noch zwei Maps nächstes Jahr kriegen. Und mindestens über diesen Zeitraum auch laufen gehalten, sag ich jetzt mal. Ich denke mal so, Australien ist eine Option. Asien. Ja, da gibt's. Ja, dass wir mit Spanien jetzt ein speziell ein Land genommen haben, fand ich jetzt schon echt ein bisschen überraschend. Also ich glaube, Spanien hatte so gut wie überhaupt keiner auf dem Kika, bis jetzt die Karte gekommen ist. War doch gerade auch nur ein Ding, oder? Ja. Mal, da hinten schleicht irgendwas lang. Ach, das ist ein Hase. Den Hasen kriege ich nicht mal markiert. Wo ist denn das blöde Reh hier? Ich war letztens auf Elchjagd, als ich mal kurz gespielt habe. Oh, da habe ich auch übelst viele Punkte. Warte mal, ich wollte eigentlich nochmal versuchen, das Reh jetzt anzulocken. Ja, mit einem Revolver. Meine Güte. Vom Wind her ist das ja eigentlich gut. Ich
glaube, wenn das Reh jetzt noch da wäre, hätten wir es eigentlich für mein Dafürhalten jetzt hören müssen. Ich sehe es auch nicht. Nee, nee. Ich glaube, das ist einfach mal weg. So, ich renne jetzt noch mal hier rüber und schau mal hier runter, da hinten, ob es noch irgendwo. Ich gehe jetzt noch mal auf den Hügel hier und guck mal, ob noch irgendwas in Reichweite ist. Ich renne mal hier hoch. Rothirsch, sehr frisch. Ja, die Zeit bringe ich, glaube ich, jetzt auch nicht mehr auf. Ich gucke jetzt hier nochmal vom Hügel. Rothirsch laufend. Naja. Dachte schon, unten steht ein Wolf. Ein Stein war. Natürlich. Dann zeig ihm, wer Boss in dem Revier ist. Wenn sie mit dem Arsch zu mir stehen würde, würde ich das hinkriegen. Was ist denn jetzt hin? Och nö. Also drehen wir sie immer rum. Weg. Das kann schon. Kommt auf mich zu. Das kann schon passieren. Ja, komm mal. Ja, komm mal her. Komm. Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab das nicht getroffen. Tja. Das kann schon mal passieren, gell? Aber das ist nicht schlimm, weil ich hab nämlich jetzt einen Rothirsch hier. Die Spur oder auch den richtigen dazu? Auch den richtigen dazu. Na dann, bald man's heil. Das ist nicht verkacke. Was ist denn jetzt mit Fahndlass? Wo bist du? Dachte schon, auf der anderen Seite finde ich irgendetwas. So, ich reise nochmal zu meinem Zipfel zum Hotspot. Zipfel, ich versuche mal den Hirsch hier zu kriegen, aber ich bezweifle es. Der Wind steht total scheiße. Na, wenn ich jetzt dahin reise, eigentlich dürfte ich jetzt dann nichts mehr groß erwischen, weil die Main Time von 6 bis 9 für die Springböcke ist eigentlich weg. Aber, er liegt. Naja, bitte, geht doch. Siehste. Noch zum Abschluss ein schöner Rothirsch. Den ich dann aber leider nicht im Bild habe. Ich kann ja ein Foto machen. Ja, kannst du. Und dann tue ich es einfach posten und dann ist sogar eine Ruhezone von Rothirschen. Gut zu wissen. Von wann bis wann? Von 9 bis 13:30 Uhr. Naja, das. Oh. Oh,
jetzt bin ich zu laut. Da liegen so viele Dings rum. Springböcke, jetzt sind sie alle weg. Oh, der hat aber ein schönes Geweih. Aber einer liegt noch. Scheiße. Das ist nur das billige Reh, was da geblieben ist. Glaube ich zumindest. Ich gucke jetzt hier nochmal genau. Ich hab's dir gesendet. Danke. So, nun gut. Also ich mach Schluss für heute. Dank dir nochmal, wünscht auf jeden Fall frohe Weihnacht, guten Rutsch, wenn wir uns bis dahin nicht nochmal hören, und ansonsten machen wir es wie gehabt, gell? Machen wir so, ich wünsche auch noch frohe Weihnachten. Guten danke, Rutsch, danke. 25. Bis dahin. Bis dahin, mach's gut. Du auch, ciao, ciao. Ciao, ciao.